Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, ich wollte hier eigentlich so eine richtig schönen, aber hat irgendwie nicht so ganz sein sollen mit dem geraden Abschnitt hier. Man sieht immer auch, wann ich von zu der Seite gefahren bin, beziehungsweise manchmal habe ich mich dann auch versucht, wieder dran zu halten, wo ich bin. Naja, ganz geklappt hat es nicht, dass es hier eine gerade Linie gibt. Aber gut, so ist es halt. Machen wir den Car nochmal an. Ein bisschen Licht brauchen wir auch nochmal. So, und dann wollen wir hier mal querfahren. Wenn man da hinguckt, wo man hinfährt, das wäre auch ganz gut. Naja, gut, beim nächsten Mal. So, und dann müssen wir hier einmal ganz kurz quer rüber. Und leider halt eben zweimal fahren. Ich dachte, dass ich es hinbekomme, dass ich nur einmal fahren muss oder so von der Breite her. Aber nein, ich habe mich wirklich so abgrundtief häufig verschätzt. Mit dem Moment, wann ich absinken soll oder wann ich denn anhalten soll. Also anhalten ging immer noch. Das ist immer relativ gleich geblieben. Das war halt der Moment, wo der Trecker quasi gerade den Acker verlässt. So, dann konnte ich anhalten und dann habe ich gedacht, naja gut, dann hältst du an und dann ist gut. Aber, wie gesagt, das Losfahren wieder, das wieder reinfahren in den auf den Acker, das hat dafür gesorgt, dass ich hier doch ganz schön massiv krumm und schief gebaut oder beziehungsweise gesät habe. Das ist nicht schön. Das ist wahrlich nicht schön, aber was willst du machen? So ist es halt gekommen jetzt so und jetzt müssen wir das erstmal ein bisschen reparieren und das kriegen wir ja ganz gut hin. Es ist ja nicht so, dass uns die Maschinen jetzt extra deswegen kaputt gehen oder dass irgendwas Negatives passiert dadurch, dass wir das jetzt so gemacht haben, wie ich es gemacht habe. Aber es ist halt natürlich, naja, wenn man den eigenen Anspruch hat, dass man das vielleicht ein bisschen so machen möchte, dann wäre es ganz cool, wenn man es auch hinkriegen würde. Aber gut, naja. Das kommt alles noch. Wir lernen noch. So, dann wollen wir mal hier reinfahren. Und hier sieht es ganz grauselig aus. Ja, also hier habe ich komplett immer den Einsatz verpennt. Ne? Ich bin immer weiter, habe immer früher die Sämaschine wieder ins Erdreich gerammt. Und bin damit losgefahren und deswegen, naja, sieht es halt hier so aus, wie es aussieht. Aber es ist schon, also, ja, es ist okay. Es ist besser als auf der anderen Seite, wo ich erst außen rumgefahren bin und dann immer drüber gefahren bin. Das macht man ja auch nicht. Also von daher ist das hier so an sich schon mal ganz schön. So, gut. Ich habe noch nicht rausgefunden, was sie meinen mit richtig Saatbett machen, weil irgendwie stand da was dabei, dass das ein Zustand ist von einem Feld, den man erreichen kann. Aber wenn ich hier angesät habe, dann ist angesät. Dann ist nichts mehr, dann sehe ich auch nicht, ob das noch Saatbett ist oder nicht. Das muss ich nochmal in Erfahrung bringen, was sie damit meinen. Aber das kriege ich auch noch raus. So, dann haben wir aber dieses Feld jetzt endgültig hier mit Weizen bestellt. Was schön ist, denn wenn wir nämlich hier den Weizen haben, dann haben wir nämlich auch für unsere Hühner genügend Futter für die nächsten Jahre, hätte ich fast gesagt, für die 20 Hühner, die ich da habe. Aber, wie gesagt, ich will ja das mit den Hühnern, werde ich wahrscheinlich noch ausbauen. So, nur mal gucken, ob wir jetzt hier alles erwischt haben. Das sieht sehr gut aus. Maschine aus. Dann ist der Trecker auch ein bisschen ruhiger. So. Wir fahren jetzt erstmal in die Richtung. Und werden gleich mal nochmal aus dem Trecker rausspringen und mal gucken, wie jetzt hier unser Rapsfeld sich macht. Reinfahren werden wir natürlich nicht. Aber das sieht sehr gut aus hier. Schaut euch an, wie unser Raps hier steht. Ui, ist das schön. Da gehen wir nochmal gucken hier. Wunderbar. Wunderbar. So. Gefällt mir sehr gut. So, dann werden wir denn nachher dieses Jahr oder nächstes, oder ja, vielleicht diese Saison sogar noch düngen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir dann düngen mit, dass wir hier den Pflegebereifen drauf haben. Den kleinen Traktor, den habe ich jetzt wirklich nur als Frontlader, denn nachher hier ist vielleicht auch ein bisschen, ja, auch schief gelaufen. Aber gut, das hatte ich mir anders überlegt und leider Gottes überhastet gekauft, manche Teile. Das muss ich dazu sagen. Also leider Gottes habe ich manche Teile wirklich überhastet gekauft. Das würde ich eigentlich wieder anders machen wollen, aber mein Gott. Nun ist es erstmal so, jetzt haben wir die Technik erstmal austauschen können, sie hier immer noch. Und wir können uns ja immer noch auch den Kaufpreis komplett erstatten. Also, denke ich mal, im Safe Game gehen und den Kontostand manipulieren. Ich denke, das sollte
auch kein großes Problem sein, wenn man schon an der Map gemoddet hat. So, ab damit. Und dann steht sie da erstmal. Weil Aussaat ist für diese Saison oder für diesen Monat erstmal beendet. Weil oben am Acker wollen wir Hafer machen. Die Sonnenblumenernte, geht erst nächsten Monat. Genau, da können wir also auch nicht rein. Wir könnten jetzt hier drüben nochmal düngen, dass wir dieses Feld sozusagen auch komplett gedüngt haben. Ich denke, das werden wir tun. Wo habe ich die Giftspritze hingestellt? Und die steht wahrscheinlich hier neben den Anhänger dort. Ja, da steht sie auch. Sehr gut. Die müssen wir sie mal rausholen. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, da ist sogar noch Dünger drin. Flüssig Dünger. Rum hier. Marsch nach Frankreich zu. So, sehr schön. So, okay. Dann haben wir die Spritze hinten dran. Merkt man gleich das Gewicht. Also das, selbst diesem Traktor merkt man es an, dass er hinten Gewicht drauf hat. So, dann wollen wir hier mal langsam an den Acker ranfahren. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Außenansicht. Zoomen wir ein bisschen raus. Und klappen die Feldspritze aus. Um zu gucken, wie breit sie ist. Arbeitslicht. Haben wir auch. Sehr gut. Selbst Arbeitslicht hinten an den Armen. Sieht das cool aus. Coole Sache, Parker. So, okay. Also, dann wollen wir mal gucken hier, dass wir hier rüberkommen und dann gut nach außen kommen. So. Ich denke, das reicht von der Breite her. Dann werden wir den Acker hier einmal komplett drüber streuen. Können noch ein bisschen drauf. Können noch eine gute, eine Treckerbreite können wir noch da. Ja, Drohnenaufnahme haben wir schnell gemacht. Geht wunderbar. So, dann ab dafür und drauf damit. So, und dann ist hier eine Düngestufe höher drauf. Wir können komplett düngen, das ganze Feld. So. Aus damit. So, dann einmal schön hier rüber. Bis ran an die andere Seite dort. Wir müssen dann nochmal in der Mitte fahren. Aber das kriegen wir auch hin. So, dann hier mal drauf. Vielleicht müssen wir wieder mal kurz den Drohnenflieger rausholen. Damit wir sehen, wie breit wir sind. So. Sehr gut. Ich denke, so kann das mit uns weitergehen. Und schön fein säuberlich den Dünger ausbringen. Also die Beleuchtung ist schon cool, ne? Also dass auch jetzt da an den Armen, also quasi jetzt an dem Knick dort auch noch eine Arbeitslicht mit dran ist, dass man dann da auch ausgeleuchtet wird und so. Es sieht schon echt cool aus. Kann man nicht anders sagen. So, dann gehen wir jetzt in die Mitte. Von den Felgen. So. Und ich denke, dann kann ich die äußersten... Ja, nur den äußersten kann ich ausmachen. Wenn wir einen Drohnenflug machen. Moment, Drohnenflug. Ja, ich kann nur den äußersten ausmachen. Die anderen muss ich anlassen. Okay. Da muss ich gucken hier, sonst sehe ich das nicht. Was war das für eine Taste? Steuerung Y. So. Okay, dann haben wir das eingestellt. Wäre auch cool, wenn man das auch noch sehen könnte hier oder so. Welche da an- und ausgewählt sind. Gut, dann an die Spritze und abgefahren. Dass es das schon mal gibt, finde ich gut. Diese Sektionierung ist echt cool. Cooles Feature. Spart ja auch Düngemittel. Jetzt für mich persönlich.
So, gut. Dann. Aus damit. Und zusammen. Zusammengepackt. Und. Dann ist hier der Acker sozusagen durch. Wir gehen wieder in die Innenansicht. Falscher Gang. Und dann fahren wir wieder auf unseren Hof. Und stellen das Gerät ab. So. Ich denke mal, nein, in dieser Saison werde ich nicht nochmal spritzen. Muss ich nicht, will ich nicht. Brauche ich nicht. So, dann einmal nach hinten geguckt. Ah. Bin ja gar nicht mehr so viel. Im Linken auf die Taste gekommen. Das ist ja unfassbar. Wo ist denn da der frostige Pfosten? Der müsste jetzt dann gleich kommen, ne? Sind wir schon mal dran vorbei am Pfosten? Ja, mit dem Traktor sind wir ziemlich nah dran am Pfosten. Ich würde sagen, können wir abstellen hier. Super sieht's aus. Dann gucken wir jetzt ganz kurz. Ah, wir gucken. Ups, da, Entschuldigung, Mikrofon hier geboxt. Wollte ich nicht. Oder gegen die Spinne. Dann gucken wir ganz kurz hoch zu unseren Hühnern, wie es denen geht. Und dort sind Eier. Das ist ja mal cool. Also, die haben noch 600 Liter Nahrung, Tiere 20 und jetzt kann ich hier sehen, wie viele Eier das sind. Das sehe ich nicht, ne? Oder? Doch, hier. Palette 112 Stück, 61 Kilogramm. Jo, das ist doch schon mal schön. 112 Stück, 61 Kilogramm. Warum ist das 61 Kilogramm bei 112 Stück? Also 112, die Hälfte davon ist nicht 61. Die wären 56. Wie ist denn die Palette 5 Kilo? Hm, könnte sein. Naja. Gut. Ja, schönen lieben Hühnerchens. Ihr habt ordentlich was gelegt. So, ihr seid immer noch zu 20, ne? Das ist okay. Euch geht's auch noch gut, ja? Schön. Das höre ich doch gerne. So, also hier oben. Oh. Wir haben doch einen Ernteeinsatz. Die Hirse ist erntereif. Die Hirse ist erntereif. Ja, dann. Ja, dann. Dann würde ich sagen. Erstmal wieder den guten. Und dann holen wir uns den Brandner Anhänger. So, fahren wir hin erstmal runter. Dann haben wir ja. Ups, dann hat die Saison doch ein bisschen was zu tun. Hier oben müssen wir mal irgendwie mit dem Glatzi-Tool nochmal drüber gehen. Vielleicht mache ich das aber auch nochmal im Map-Modding selbst. Also, was mir natürlich jetzt hier vorspielt, ist, dass ich hier mein Haus hinstelle. Mein generelles Haus. Dort würde ich ganz gerne die Werkstatt hinstellen. Und da bin ich mir nicht sicher, würde ich eher sagen, dass ich einen größeren Hühnerstall hinstellen möchte. Oder noch zwei kleine Hühnerställe, so in dem Bereich dort, dass das sich dann ein bisschen gerade zieht. Dass wir dann gut auf Hühner gehen, mit Weizen erstmal. Den Weizen, den kann ich ruhig an die Hühner verfüttern. Wenn die jetzt dort, was haben sie jetzt verfüttert? 50, also ein Zentner ungefähr an Nahrungsmitteln. Das bringt mir bei Weizen, ja, lass mich lügen, 500 kriege ich auf 1000. Davon sozusagen, komm, dann lass er 100 verfressen haben. Dann kriege ich da, hätte ich da 50 Dollar für gekriegt, aber für die 100 oder 61 Kilo Eier bei 3000 Preis auf 1000 Liter kriege ich mehr, oder? Hoffe ich. Kriege ich da mehr? 3000 und 10 Kilo sind 30 wert. 60 Kilo habe ich. 60 Kilo habe ich. Ja, 6 mal 30 sind 360.
Ja doch, das lohnt sich auf jeden Fall. So, dann holen wir uns jetzt mal den Brandner hier. Den habe ich ja noch gar nicht euch gezeigt, wenn ich den am Fahrzeug habe. So, ich habe mir schön rückwärts eingeparkt. Mit Lenkrad natürlich. Aber ich bin einmal gegen seine Deichsel gefahren, wo ich da auf dem Acker unterwegs war. Könnte sein, dass er ein bisschen schiefer steht jetzt. Ja, ja, genau, das ist das Problem, was wir jetzt hier haben. Da müssen wir mal mit Schwung raus. So, gut. Da bin ich nämlich, einmal seitlich gegen ihn gegengefahren vorne. Genau gegen seine Vorderachse, seine eigene. Und das war nicht so clever. So, gut, dann. Stellen wir die mal da oben ab und dann holen wir uns den Mähdrescher dazu. Und dann werden wir ein bisschen mit dem Mähdrescher noch ein bisschen Action haben. Cool. Hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte nicht, dass der Anhänger oder dass der Acker jetzt dort oben sozusagen bereit ist. Und wir nutzen mal die Bucht, die hier gegenüber ist und stellen uns hier einfach ab. So. Dann stehen wir hier und dann springen wir mal in die Mähdrescher. Hier müssen wir das Schneidbrett noch wechseln. Das heißt, ich muss das Schneidwerk mal ablegen. Hinter mir ist ja nichts, oder? Nee, dann kann ich es einfach hier hinten. Also wir werden auch eine zweite Halle machen, wo wir die Sachen dann schön einzeln drin stehen haben, damit das dann nicht mehr ganz so viel hin und her geleppe ist. So. Ab damit. War auch nicht gut, wenn ich das so fallen lasse, ich weiß, aber... Das ist ganz schön laut, der Bock, ne? Der hat übrigens eine volle, nur Automatik, ne? Also entweder vorwärts oder rückwärts. Anderes hast du hier nicht. Ne? Jetzt muss ich da noch ran. So. Ran mit dem Schneidwerk. Und dann wieder raus hier aus der Halle. Einschlagen. Spiegel hat man ja nicht. Da spiegelt man schon. Na, da sieht man vielleicht ein bisschen was. Aber auch nicht viel. So. Dann hiezen wir hier mal kurz drüber über die Kante. ...22 km/h, naja. So. Dann hier oben hinten lang. Ich weiß nicht, also, ob ich mir die 150.000 gut schreiben soll und einfach das Gebäude bauen soll oder nicht. Das müsst ihr mir mal sagen. So, dann wollen wir mal jetzt hier einfach an der Ecke anfangen reinzubeißen. Das heißt, wir müssen absenken. Wir müssen warten. Und dann beißen wir uns hier mal in die Kante rein. So, und dann drehen wir uns hier rein. Dass wir das hier einmal quer haben. Ich weiß nicht, ob bei Hirse auch Stroh anfällt, aber ich glaube ja. Müsste eigentlich. Aber das werden wir gleich sehen, was hinter uns liegt oder ob da nichts liegt. So, dann heben wir uns das mal wieder aus. Und dann gehen wir hier mal zurück. Und da sehen wir kein Stroh. Okay. Dann muss ich mal doch in die Außenansicht gehen nochmal. Oh, die Haspel, die macht aber auch Krach, ne? Dann muss ich in die Außenansicht gehen oder beziehungsweise wir müssen mal gucken. Ablage einschalten können wir. Komma. Ablage für aktuelle Frucht nicht möglich. Alles klar. Oh. Das war die falsche Taste. So, F1 sollte ich drücken. So, also Stroherablage für dieses gibt's nicht bei Hirse. Okay, also gibt kein Hirsestroh. Naja, gut. Ist auch nicht weiter schlimm. Also Hirse will ich sowieso nicht allzu viel mehr machen. Ich will jetzt auf Hafer gehen hier. Wir können die Felder noch zusammenflügen dann und also so richtig wird los hier. So. Schön. Dann machen wir hier mal auch Arbeitslicht an, würde ich sagen, ne? Volle Beleuchtung hier, damit wir hier auch volles Theater haben. Damit sich die Leute auch wohl fühlen. Wir haben 800 Liter jetzt momentan. Das sind 16%. So, dann schütteln wir hier nochmal lang.
Hirse weiß ich gar nicht. Ich glaube, das kann ich den Schweinen mitgeben, ähnliches. Aber bei den Schweinen reicht, glaube ich, auch, wenn man ein Futter zusammenstellen, dass wir dann Weizen und Mais haben später, falls wir mal auf Schweine gehen wollen. Ich denke mal, Schweinefutter kaufen wäre kontraproduktiver. Das sieht man aber echt schlecht jetzt hier, ne? Also man sieht die oberen Ähren oder Dolden. Weiß ich gar nicht, wie man das nennt hier bei Hirse. Ob das oben Dolden sind, wo die Körner drin sind, oder ob man das auch Ähre nennt. Ja, wie gesagt, also ich würde gerne auch den Schweinestall haben. Ich würde ein paar Schweine haben wollen. Ich würde auch vielleicht auf Kühe gehen wollen noch dann. Aber dann brauchen wir natürlich dementsprechend den Platz. Der Brühe nicht ausgehoben, ne? Das war ja fatal. Also, ich habe ein bisschen mehr Platz zum Wenden gebraucht. Deswegen bin ich vorne einmal quer gefahren. So, dann wieder runter mit dir. Nehmen wir hier mal die Fitzelchen noch mit. Sieht aber ganz gut aus. Wie voll sind wir? 1600 Liter haben wir. Ja, ich denke mal, ja, knapp so 2.500 bis 3.000 Liter werden wir hier runterkriegen. Müssen wir mal nach dem Preis gucken, wann wir das ganz gut verkaufen können, die Hirse. Und wo die ganz gut hingeht. Vielleicht können wir die auch zu irgendeinem Cornflakes-Dings bringen oder so. Weiß ich gar nicht. Ach so, genau, das. Jetzt fällt mir gerade noch was ein. Ich habe beim Einkaufen gestern war Samstag, gestern war ich einkaufen. Habe ich das erste Mal bewusster mitbekommen, wo Hirse drin ist. Da hatte ich nämlich so ein, ja, eigentlich war ich im Fertigsuppenbereich unterwegs. Und da gab es solche Tüten, wo die Fertigsuppe quasi, also aller Bestandteile der Fertigsuppe, nicht innerhalb einer Brühe drin, sondern als, also Tüte als, kipp das mal in eine Brühe hinein oder in Wasser, je nachdem, ob du da jetzt sowas, ob du da jetzt eine Fleischbrühe, eine Hühnerbrühe oder sonst irgendwas dazu haben möchtest, kannst du dir quasi dann selber aussuchen, also habe ich das verstanden. Aber auch ein bisschen Brühe getrocknet ist wohl mit drin, also du kannst auch einfach Wasser nehmen, das funktioniert wohl auch. Und da hatte ich eine Tüte in der Hand, wo dann so kleine orangene Körner waren, also so orange wie das hier aussieht, orange-braun, das war mit Hirse. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, wo solche Hirse quasi verwendet wird. Ansonsten, ich wüsste nicht, ob ich selber schon mal Hirse zu mir genommen habe. Das weiß ich nicht mal. Also ob ich das schon mal irgendwo gegessen habe, ob das irgendwo drinne war. Also jetzt als Zutat vielleicht, um irgendwas zu strecken, in irgendeinen Keks oder so, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, also wirklich nicht. Da bin ich wirklich, das bin ich überfragt, das weiß ich nicht. Aber es bleibt ziemlich hoch stehen, die Hirse, ne? Also da wird nicht, das wird nicht sehr tief abgeschnitten. Müssen wir uns gleich mal angucken, wenn wir mal aus dem Mähdrescher rausspringen. Aber wir haben deutlich mehr, als ich erwartet habe. Ich hatte 2.500 bis 3.000 erwartet. Und wir haben jetzt doch 3.418 Liter Hirse bekommen. Aus die Schüssel hier, damit er nicht mehr so einen Krach macht. So, jetzt müssen wir das Rohr noch ausfahren. Ich weiß, dass es an der anderen Tastatur das O war. Ich meine, entweder die 9 oder die 10 war es. Gucken wir in die Außenansicht. Ah, war es nicht. Die 7. Alles klar, okay. So. Wir springen hier gleich mal raus und gucken uns das Feld gleich nochmal an. Ich denke mal, da werde ich mit dem Mulcher drüber ziehen. Nochmal und dann werden wir uns da den Rest angucken. So. Eigentlich könnte ich mich ja so hinstellen, dass ich mit dem Traktor auf den Feldweg da fahre. Weil es steht hier wirklich noch sehr, sehr hoch. So, dann parken wir uns hier mal ab. Und steigen mal aus in den Traktor hier ein. So, jetzt müssen wir ganz kurz auch nochmal in die Außenansicht gehen.
Selbst das macht Geräusche. Okay. Lassen wir die Abdeckung lösen. Und dann da langsam ranfahren und uns dann befüllen lassen mit Hirse. So. Absteigen. Oh, was ist das denn? Oha. Na gut, okay. Das sieht schwierig aus. Das wollen wir nicht. Oh, hier unten, ja. Hirse steht noch ziemlich weit oben, ne? So, dann fahren wir das mal rein hier. Dann würde ich sagen, geht der Mähdrescher den Weg zur Werkstatt beziehungsweise in die Parkstation. Als nächstes brauchen wir nur das andere Schneidwerk für die Sonnenblumen. Das ist das einzige Feld, was wir noch nicht... Ah ne, zwei Felder haben wir noch nicht geerntet, genau. Die Sojabohnen sind auch noch nicht geerntet. Das heißt, wir könnten ihn eigentlich so stehen lassen, damit wir dann die Sojabohnen und die Sonnenblumen werden, glaube ich, im gleichen Monat reif. Dann können wir die dann da runternehmen. Ist okay. Dann würde ich ihn jetzt hier einfach mutig einparken. Das Maisschneidwerk lasse ich draußen stehen. So, und dann machen wir hier mal ganz kurz das E und dann gucken wir hier mal hin. Hm, abgeerntet, aber ihr seht, wie hoch das noch steht, ne? Also das ist wirklich noch recht hoch. Ja, also das ist wirklich bloß oben abgeschnitten, ne? Kein Stroh wird da draus gemacht, okay. Keine Ahnung, ob ich es mit dem Rasenmäher runternehmen kann. So, 3418 Liter Hirse haben wir jetzt hier. Wollen wir mal gucken, ob da ein guter Preis irgendwo gibt. Wer hat gute Preis für Hirse? Heizen, bla 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 bla. Sojabohnen. Die Hirse. Da. 900. Wheat in Grand South. Der höchste Preis ist im Januar zu erzielen. Okay, dann... Ne, wir sind nicht drauf aus. Wir brauchen das Geld jetzt nicht. Wir haben noch 50.000 auf der hohen Kante. Wir können sozusagen noch ein paar Betriebsmittel uns leisten. Falsch das sie drückt. Wollte die Ansicht ändern. So, dann werden wir das hier erstmal einlagern. Müssen wir mal gucken, in welche Richtung die Abkipprichtung von dem Anhänger ist. Aber ich vermute mal nach hinten. Gehen wir nicht auf den Trigger? Doch. Da ist es. So. Und jetzt würde ich gerne eigentlich wissen, was ist hier abkippen. Die Abdeckung drauf. Die können wir wieder abmachen. 6 ist der Shop. Das ist die Karte. Das rausfallen aus dem Fahrzeug. Wollen wir den jetzt abkuppeln? Muss doch hier einen Schalter geben, womit ich abkippen kann. Außer diese umständliche Sache mit R2 und Dreieck. Hm, merkwürdig. Sagt man nicht, dass ich von der Seitenkonsole auch was zum Abkippen habe? Ja, ich musste unbedingt die angezeigte Tastaturbelegung ändern, ne? Dass die primäre die andere ist. Geil, Geräusche. Kann man nicht anders sagen. So, okay, dann ist der Anhänger jetzt sozusagen fertig mit seiner Arbeit fürs Erste. Aber ich lasse ihn auch draußen stehen, weil wir brauchen ihn definitiv demnächst nochmal wieder. Und dann können wir jetzt hier abkuppeln und dann ist die Folge für heute beendet. Wir sind bei einer halben Stunde mal wieder. Naja, ist ja nicht weiter schlimm. Wir haben die Hirse geerntet. Wir haben dieses Feld dort fertig angesät. Dort ist sozusagen der Weizen für die Hühner für die nächste Saison drauf.
Oben müssen wir gleich Pippenflug noch arbeiten mit dem Mulcher. Ich weiß nicht, ob das Feld geflügt werden muss. Das werden wir dann auch noch rauskriegen. Also, wenn, dann muss ich das ganze Feld nochmal flügen. Wir werden natürlich ein Stück neues Feld noch anlegen. Dann werden wir es wahrscheinlich kalken müssen, düngen müssen. Und dann können wir zwischendurch dort den Hafer dann ausbringen Anfang des nächsten Jahres, beziehungsweise der nächsten Saison im März. Schöner Hänger, Pantner. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.